Sie vermissen Ihren Bruder. Genau. Der heißt? Herr Marlon Bär. Marlon Bär. Okay, der wohnt bei Ihnen oder wohnt er alleine? Nein, er hat ein eigenes Haus und wir waren heute verabredet. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, alles gut. Wir wollten zum Neurologen gehen, denn mein Bruder hatte vor kurzem einen schweren Unfall. Okay. Er ist von der Leiter gefallen bei der Arbeit. Er ist Malermeister. Und da hat er sich ein ziemlich schweres Schädelhirntrauma zugezogen. Und da wäre heute der Kontrolltermin gewesen. Ja, beziehungsweise wir sind in Behandlung bei Herrn Dr. Roth, weil er momentan, wie gesagt, geistig nicht ganz fit ist durch dieses Trauma. Okay. Was aber dazu kommt, ist, wie gesagt, das Gewehr ist verschwunden. Also er hat ein Gewehr geerbt von unserem Opa. Ist das auch gemeldet bei uns? Also haben wir das registriert? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch funktioniert. Das stand immer in der Vitrine. Die Vitrine war auf, das Gewehr war weg. Und dann habe ich gedacht, ich komme direkt zu Ihnen, weil... Ist ja richtig. Würde ich aber gerne mal darauf kommen, was Sie hier mitgebracht haben. Natürlich. Den Hut habe ich vorm Haus gefunden. Sie müssen wissen, mein Bruder ist momentan ein bisschen anders unterwegs. Er informiert sich täglich über Aliens und hat Angst, dass andere seine Gedanken lesen können. Deswegen läuft er den ganzen Tag auch nur mit diesem Aluhut rum. Es liegt an seiner momentanen Lage. Er ist normalerweise nicht so. Den Hut habe ich aber vor seinem Haus gefunden. Das heißt, er muss ihn beim Weggehen verloren haben. Ich bin dann ins Haus, die Tür stand auch auf. Und da kam mir dann ein Piepsen entgegen, also dieses alte Teil. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand einen Anrufbeantworter hat. Mein Bruder, ja. Es hat gepiepst, weil es voll war. Ich habe dann gedacht, vielleicht wollte er sich bei mir melden und habe dann die letzte Nachricht abgehört. Und ja, bin dann, was ich da gehört habe, das hat mich dann schon... Können Sie das abspielen? Oder? Ich wusste jetzt nicht, ob Sie es anschließen können. Ich habe es auch aufgenommen aufs Handy. Das wäre super, weil das ist ja tatsächlich ein Relikt aus vergangener Zeit. Ja. Mal gucken, sogar mit Kassette noch, ne? Ja. Achso, ja, okay. Ich glaube, die wenigsten heutzutage kennen noch eine Kassette. Aber dann lassen Sie mal hören. Ja, ich hoffe, das klappt. Einfach hier drauf drücken. Oben, ganz oben, ja, diese Message. Genau. Bist der Auserwählte. Wir sind hier, um mit dir die Geheimnisse des Universums zu teilen. Die Welt schwebt in Gefahr und nur du kannst sie retten. Komm hierher, Erdling. Jede Minute zählt. 50.983463 6.183338. Das muss ich noch mal sagen. 983 zählt. Hierher, Erdling. Jede Minute zählt. 50.983463 6.183338. Hey, super. IT hat doch endlich jemand angerufen. Mach dich jetzt nicht darüber lustig. Du hast ja nicht mitgekriegt, ne? Nee. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, ne? Also Sie haben mich ja so im falschen Fuß erwischt. Nein, alles gut. Ich habe auch, also ich sag mal, als Kind habe ich Star Trek geguckt und sowas, keine Sache. Würde ich auch heutzutage immer noch gucken. Ich finde das einfach interessant. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, da hat irgendjemand Ihren Bruder total veräppelt. Weiß denn jemand oder ist bekannt, dass er so auf diese Schiene aktuell aufgesprungen ist? Ja, ganz bestimmt. Was dazu noch kommt, was Sie wissen müssen, mein Bruder ist eigentlich der größte Scherzkeks, den es gibt. Also bevor das Ganze mit seinem Unfall jetzt passiert ist, hat er eigentlich jeden reingelegt, sei es Arbeitskollegen, Familie, Freunde. Kann es dann sein, dass irgendjemand, also könnte es sein, dass irgendjemand jetzt die Lunte gewittert hat, merkt, okay, er ist nicht so ganz bei sich, dass er eventuell vielleicht jetzt so dieses kleine Schlupfloch nutzt, um dem Scherzkeks mal zu zeigen, wer der wirkliche Scherzkeks ist. Könnte gut sein, weil die einzige Person, die ihm so ein bisschen ein Groll gegen ihn hat, ist seine Ex-Freundin. Wie heißt die? Sandy Koch. Die ist so ein bisschen, ich nenne es mal Stalker-mäßig unterwegs. Sie sind jetzt seit einem halben Jahr getrennt, aber trotzdem kontaktiert sie ihn noch regelmäßig und lauert ihm auf. Diese Nachricht, die hast du ja gerade so halb mitgehört. Hm. Ich denke, das ist ein Spaß, der da vollzogen wird, aber wir wissen es nicht. Das sind schätzungsweise Koordinaten. Ich würde jetzt einfach mal eingeben. So. Wenn das die richtigen sind, 50.89835, das wäre am Milli-Ecke Buschweg. Das ist, glaube ich, eine Grünfläche. Guck mal hier.
Millie, wenn du hier Millie Buschweg, dann müsste das hier eine Grünfläche sein, glaube ich. Ja, die Kollegen Tom und Martin, die sind gerade hier am Militärring. Da ist wohl irgendjemand auf dem Fahrrad unterwegs und fährt da so ein bisschen so Schlangenlinien. Aber also, die sind gerade hinter dem her. Betrunken das oder was? Möglicherweise, ja, aber Fahrrad könnte gut passen. Also, ist er mit dem Fahrrad unterwegs? Also mein Bruder darf momentan kein Auto fahren und daher ist er mit dem Fahrrad häufig unterwegs. Okay, pass auf, dann lass mich das doch so machen. Ich verständige den Neurologen, dass ich mich mit dem nochmal abspreche. Ja. Und wir haben die Sandy Koch, da würde ich jetzt gleich mal versuchen, dass ich da irgendwie eine Nummer rauskriege. Dann würde ich die einbestellen. Hervorragend. Dann machen wir das so. Willst du den Zettel mitnehmen? Dann hast du auch alle Daten. Pass auf, dann gebe ich das an die Kollegen weiter. Vielleicht ist ja dieser ominöse Fahrradfahrer, vielleicht ist er das ja sogar. Mhm. Was ich dann noch bräuchte, ich weiß nicht, ob ihr das schon abgeklärt habt, ein Foto von ihrem Bruder. Mhm. Wenn du das hast, dann schick mir das doch mal rüber. Mach ich. Ja? Ich denke, das kriegen wir hier hin. Zeitgleich erreichen Tom Meyer und Martin Fuchs den Ort, an dem der verwirrte Fahrradfahrer gesichtet wurde. Tatsächlich sind das auch die Koordinaten, die auf dem Anrufbeantworter genannt wurden. Anna für die 1532. Komm. Ich habe eine Info für euch. Und zwar wurde hier gerade ein Marlon Bär vermisst gemeldet. Ich schicke euch gleich ein Foto von dem. Er ist vermutlich bewaffnet, wurde mittels Koordinaten an euren Standort geschickt. Ich bitte euch, auf die Eigensicherung zu achten. Der Bär ist nach einem Arbeitsunfall anscheinend nicht zurechnungsfähig und glaubt an die Existenz übernatürlichen Lebens. Wir wissen noch nicht so genau, was da los ist. Die Schwester sitzt hier. Marlon Bär und bewaffnet. Weißt du, womit er bewaffnet ist? Er hat wohl irgendwas vom Großvater aus dem Keller mitgenommen. Wir wissen noch nicht genau, was das für eine Waffe ist. Wir sind dran. Mich würde nur interessieren, Schusswaffe oder Messer? Wir gehen aktuell von der Schusswaffe aus. Ja, habe ich verstanden. Wir haben angehalten auf dem Militärring Höhe vor 8. Haben hier ein defektes Fahrrad aufgefunden. Sieht aus wie nach einem Unfall. Und ein Handy. Kannst du mir davon mal Fotos übersenden? Ich würde das der Schwester mal zeigen. Vielleicht gehört das zu dem vermissten Maler. Ja, mach mal. Hat der einen Social Media Account? Oh ja, stimmt, ja, den hat er auch. Und da können wir vielleicht auch ein Foto noch ausziehen. Ja, das wäre auch ein ganz guter Punkt. Okay. Da heißt er ganz normal Marlon Bär, oder? Oh, da muss ich mal mein Handy schauen. Ich habe jetzt gerade ein paar ganz wichtige Informationen von unserer Streife draußen. Guck mal, unser lieber Kollege Martin, die sind dem Fahrradfahrer gefolgt. So sah das dann am Ende aus. Die haben auch noch ein Handy gefunden. Das ist jetzt über Teamwire direkt schon geschickt, oder ist was? Das Handy, ja. Entschuldigung, ist das Handy, könnt ihr es vielleicht sehen? Ja. Ist das schwarz und rote Hülle? Rot. Ja, genau. Können Sie das, Handy da liegt, ne? Also von daher, ich habe auch gerade mit dem Neurologen, mit dem Roth telefoniert. Ihr Bruder leidet unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, ne? Das heißt, ihm ist halt sehr viel Zurückweisung widerfahren, sehr viel Kränkung. Er hat sich in seine eigenen Welten geflüchtet, ne? Und Welten dann auch, die nicht unbedingt irdisch sind, ne? Und von daher kommt das wahrscheinlich alles. Ich glaube, er ist aber wirklich auf einem bedenklichen Trip. Ich habe jetzt gerade mal seinen Social-Media-Account hier geöffnet. Marlon der Bär, wenn er das sein sollte. Ja, ja. Sie kommen. Kennen Sie eine Lilly? Sagt Ihnen das was? Also seit er jetzt diesen Unfall hatte, ich habe schon versucht, ihm den Zugriff zu seinem Account zu entziehen, weil er momentan, wie Sie wahrscheinlich sehen, sehr viel zum Thema Alien postet. Und da kommen logischerweise auch Kommentare. Wollte ich gerade sagen, hier Lilly, Alter, du bist ja völlig Panne, kleine Hexe, lass dir nichts von den Leuten hier einreden. Natürlich gibt es Außerirdische, die befeuert ihn wohl. Werner, ich bin ganz deiner Meinung, wir sind nicht allein im Universum, nur ein Dummer glaubt das. Der Neurologe hält ihn für unberechenbar, ne? Okay, also und auch gefährlich. Habt ihr den Kollegen draußen gesagt, dass er bewaffnet ist? Haben wir gesagt, okay, dass wir auf Eigensicherung achten. Eigensicherung ist auf jeden Fall angemessen. Ja, ja, ich habe die einbestellt, die... Wie heißt sie? Sandy. Sandy, die kommt mit Mutter. Dank der Schwester des Vermissten können die Beamten vor Ort das Handy des 34-Jährigen entsperren. Darauf befindet sich ein extrem besorgniserregendes Video. Ich hab da einen UFO gesehen. Ne? Nee, die können einfach nicht den Planeten übernehmen. Ne? Oh, wow. Was denn jetzt? Nee. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Oh. Das ist doch da hinten, das ist ich habe eine Treppe gesehen. Ja, ja, klar. Gib das mal durch, dass wir ein Video gesichtet haben.
dass wir auf jeden Fall am richtigen Platz sind. Arnold, für die 15:32, also anscheinend sind wir am richtigen Platz. Auf dem Handy war ein zuletzt aufgenommenes Video, wo sich eine verkleidete Gestalt aufgefunden hat. Wir gehen der Sache nach. Ja, das habe ich so im Moment. Schick mir gerne das Video mal rüber, wenn möglich. Ja, machen wir. Ich schicke das gleich rüber. Geh mal das Fass da hinten an. Wir haben jetzt aktuell mehrere Probleme hier. Wir haben jetzt eine vermisste Person, möglicherweise bewaffnet. Wir haben jetzt ein Video gesichtet, wo eben halt auch ein Alien zu sehen ist. Und wir müssen jetzt auch noch auf die Eigensicherung achten. Also das sind drei Sachen auf einmal, wie ein Überraschungsei. Was ist das? Eine klebrige grüne Masse. Aber hui, toll, ein Eimer voll Rotze. Was ist das für ein Kram, ne? Arnold, für die 15:32. Arnold hört. Ja, wir haben hier ein Fass mit Rotze. Grüne klebrigen Masse aufgefunden. Ein Foto der vermeintlich außerirdischen Hinterlassenschaft senden die Beamten umgehend an die Kollegen auf der Wache. Dort konfrontiert Florian Winter die Schwester des Vermissten unterdessen mit dem Video. Die Kollegen draußen haben auf dem Handy von ihrem Bruder ein Video gefunden. Auf dem Video ist zu sehen, wie er selber filmt. Er läuft ja an diesem Gebäude entlang, ich nenne es jetzt mal ein Vor oder wie auch immer, hat das Gewehr in der Hand. Und jetzt können wir alle lachen oder nicht. Ich denke aber eher, sollten wir es nicht tun. Auf ihn kommt ein blaues Alien zu. Okay. Passt jetzt nicht ganz zu dem grünen Schleim, aber vielleicht haben blaue Aliens grünen Schleim und grüne Aliens blauen Schleim. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt so der aktuelle Sachstand. Schönen guten Tag. Guten Tag. Es ist angerufen worden, es war hierher bestellt worden, meine Tochter Sandy. Sandy, und Sie sind die Frau? Ich bin die Frau Deutte Koch. Okay. Das hallo, sind die beiden Herrschaften, die Sie mal haben. Oh, geht das alles? Ja, ja, ich hoffe, wir wollen Sie nicht aufregen. Nicht so, ne? Mögen Sie einmal in mein Büro kommen? Ja. Einmal hier rechts rum, danke schön. Es ist klein, blau und blinkt. Das wird ja immer besser. Was ist das hier, eine Schnitzeljagd? Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß noch nicht genau, was das hier sein soll. Das sieht jetzt... Doch, das ist eine Drohne. Hier sieht man also die Flügelchen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn es ein bisschen dämmerig ist und dann fliegt so ein blinkendes kleines Teil an einem vorbei, wenn man ohnehin an die Existenz von solchen Sachen glaubt, da kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr ablenkend ist. In welchem Verhältnis stehen Sie denn aktuell zu dem Herrn Marlon Bär? Der Marlon ist mein Ex-Freund. Aber ich bin mir sicher, bald werden wir wieder zusammen sein. Also ist Ihr Ex-Freund? Ja. Okay. Bin ich mir sicher. Sind Sie momentan nicht mehr zusammen aufgrund seiner, seiner medizinischen Behandlung? Nee, er hatte sich von mir getrennt, aber ich weiß, dass er mich liebt und... Sie wissen aber schon, dass er momentan so mehr als Aluhutträger unterwegs ist? Ja, das ist, glaube ich, nur eine Phase. Es geht bestimmt vorbei. Und Sie sind... Die liebe... Ich bin die Mutter. Die liebe Mutter. Ja. Und das soll in Zukunft Ihr lieber Schwiegersohn werden. Ja, aber ich begreife das nicht. Also, was begreifen Sie nicht? Diese ganze Geschichte? Ja, vor allen Dingen, wie kann man eine hochträchtige Frau sitzen lassen? Hochträchtig? Wolle? Na, sie ist ja kein Tier, ne? Denkt an die Bewaffnung, ne? Ja. Da, hey! Hey! Zu doof zum Laufen! Dummkopf, jetzt bleib stehen, Junge! Ich habe jetzt gerade mit der Ex-Freundin gesprochen. Hör mal, die ist hochschwanger, die ist im 8. Monat, er ist der Vater. Entschuldigung, das kann nicht sein. Also mein Bruder hatte als Kind Mumps, sehr stark und ist daher unfruchtbar. Also sie kann ja schwanger sein, kann sein, I don't know, aber nicht von meinem Bruder. Da sind Sie 100% sicher? Ja, natürlich. Also er ist unfruchtbar. Also es gibt die Fälle, dass auch jemand, der unfruchtbar ist, trotzdem... Nein, das kann nicht sein. Also das hat er schon früh bescheinigt bekommen, sage ich jetzt mal. Das kann man ja nachher auch feststellen. Also abgesehen von der Geschichte wäre ja meine Theorie,
dass er vielleicht, wie gesagt, eine Panikattacke bekommen hat, als er gemerkt hat, sie ist schwanger. Und das hat mir der Arzt ja gesagt, dieser Neurologe, dass er dann in Scheinwelten flüchtet. Ich weiß nicht, wie lange das schon geht mit dieser Alien-Geschichte bei ihm. Die sind ja schon ein halbes Jahr getrennt, nee. Also damit könnte das nichts sein. Wir müssen ja auch auf die andere Richtung. Wir haben die Meldung gekriegt, ein Radfahrer fährt auf der Straße wie ein, sag ich mal, wie ein Verrückter. Dann wird so ein UFO gefunden. Du weißt ja nicht, vielleicht fliegt dieses Ding da über die Straße, er fährt wie ein Verrückter hinterher. Ich kann ja auch mal mit ihr sprechen, also, weil das kann nicht sein, dass er... Machen Sie das doch mal. Ne? Gehen wir mal zusammen rüber. Tasche hier lassen. Fall nicht, dein Schnürsenkel ist auf. Das wäre ganz ungünstig, wenn du jetzt hierher segelst. So, dann mal umdrehen. Hinsetzen. Ah. Aufstehen. So, aufstehen. So, was soll das? Ich habe damit nichts zu tun. Womit? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Sie wissen nicht, was los ist, aber Sie haben damit nichts zu tun. Nein. Verarschen? Ich habe keine Ahnung. Wer sind Sie überhaupt? Roman. Roman? Dich habe ich ja jetzt noch hier gebraucht. Sie kennen sich, ne? Die Schwester von dem Herrn Bär. Also, was ich dir noch sagen wollte, mein Bruder kann nicht der Vater deines Kindes sein. Natürlich ist das der Vater und mit dir möchte ich schon mal gar nicht reden. Sandy, das kann nicht sein. Du bist nur eifersüchtig. Jetzt hör mir mal zu, das kann gar nicht sein, weil er unfruchtbar ist. Das kann nicht sein. Das sagen alle. Das sagen doch. Ach, das kennen Sie ja auch schon, ne? Ja, das kenne ich auch schon. Die Dame ist die Mutter und hat sehr viel Lebenserfahrung. Sie haben telefoniert. Ja, jetzt überlegen Sie noch mal ganz genau, was Sie vor roundabout 8 Monaten so gemacht haben. Ja gut, da gab es ja noch den Roman Schnitter, das ist mein Ex-Freund. Das ist doch auch der Arbeitskollege von Mailand, oder? Ja. Okay. Ja gut, vielleicht hatte ich da mal ein Techtelmechtel mit dem. Gut, eigentlich dachte ich, dass er nicht in Frage kommt. Ja. Kommen da noch mehr oder bleibt es bei dem Arbeitskollegen? Nee. Ich bleib dabei. Ja. Ach guck. Das ist eine Fernbedienung. Und? Für die, das wird nicht läppsch, Junge. Ist das für die Drohne da hinten? Nee. Sondern wofür? Vibro-Ei oder was? Wofür ist das? Weiß ich nicht. Das hat keinen Sinn. Pass auf, bei dir? Ja. Ich frage ihn kurz mal ab, ja? Ja, alles klar. Ich habe sie gefesselt, weil sie weggelaufen sind. Kann ich mich darauf verlassen, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist jetzt? Dann mache ich sie wieder los. Ja? Ja? Mhm. Läufst du weg, kriege ich dich wieder, dann wollen wir uns noch mal, dann tut es richtig weh. Arnold für die 1532. Arnold hört. Ja, wir haben hier vor Ort eine Person angetroffen, die weggelaufen ist. Aber bei der Durchsuchung ergab sich, dass es sich um einen Herrn Roman Schnitter, ich buchstabiere Schule Nordpol Ida Doppel Theodor Emil Richard 02091992. Ja, den Namen habe ich hier eben schon mal aufgeführt als mutmaßlichen Verdächtigen. Das ist ein Arbeitskollege von dem vermissten Marlon Bär. Na gut. Ach, schau an. Ja, wir haben bei ihm auch noch eine Fernbedienung von einer Drohne aufgefunden. Die Drohne haben wir auch zuvor dir per Foto gesendet. Die sieht ja aus wie ein UFO. Ja, wir haben uns das Foto auch schon angeguckt, aber bisher schließt sich nicht so ganz der Kreis hier. Ja, wir haben jetzt eine Theorie, dass quasi hier der Schnitter mit der Drohne quasi den Fahrradfahrer dermaßen abgelenkt hat, dass er verunglückt ist. Ja, das habe ich damit. Haben Sie das mitbekommen, Herr Schnitter? Wir sind der Arbeitskollege einer Person, die wir gerade suchen. Zufall. Zufall? Also wenn ich was hasse am frühen Morgen, dass ich dann verarscht werde. Komm, lass uns mal in die Richtung gehen. Und Sie wissen nichts von dem neurologischen Problem Ihres Arbeitskollegen, oder was? Nee, Martin, hörst du das? Sie bleiben hier. Pass auf, Tom. Guten Tag, die Herren. So. Endlich. Haben Sie das gesehen? Das war nicht gewollt. Haben Sie auch das UFO und die Aliens gesehen? So, wer von Ihnen ist jetzt der Marlon Bär? Das war so nicht gewollt. Ja, was sind Sie denn jetzt, oder? Ja, das bin ich. Was ist passiert überhaupt? Warum sind Sie so benommen? Und was macht die Waffe hier überhaupt? Ich habe das UFO und die Aliens gesehen und ich muss das hier verhindern einfach. Und die dürfen nicht den Planeten einnehmen. Nein, das geht nicht. Ich muss das verhindern. Warum haben Sie diesen Kostüm an?
Ja. Wir wollen uns einfach einen Spaß erlauben. Wer ist wir? Mein Kumpel und ich, wir wollten uns einen Spaß erlauben. Der Herr Schlitten da oben? Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Stehen Sie mal auf. Komm, ich hab Also ich habe das richtig verstanden. Das sind Arbeitskollegen und die wollten ihm einen. Langsam. Die wollten sich einen Scherz erlauben oder was? Oder wie verstehe ich das? Mein Kopf brummt. Ja. Er hat halt immer so rumgedutzt mit seiner komischen Alien-Geschichten da. Und ja, da haben wir uns einfach gedacht, komm, weißt du, wir wollen einfach mal einen Schrecken einjagen. Ja, weißt du? Und das hätte ganz mies ins Auge gehen können, diese komische Alien-Geschichte. Jetzt will ich euch mal was sagen. Dass der ein neurologisches Problem hat, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Und wenn ihr euch darüber lustig macht und den auch noch verarschen wollt, dann braucht ihr euch nicht wundern, was hier abgeht. Ihr habt euer Leben aufs Spiel gesetzt, diese Waffe war geladen. Wenn die funktioniert hätte, hätte einer von euch beiden ein Loch im Kopf. Und dann wären noch mehr Leere, als ohnehin schon drin ist. Wie sollen wir denn wissen, dass er mit einer scharfen Waffe hier hinkommt? Und ihr sollt so einen Kram erst gar nicht machen. Der Mann ist krank. Das wussten wir doch nicht. Ja, aber man macht sich auch über Leute nicht lustig, von denen man das nicht weiß. Was soll denn der Scheiß? Wir wollten nur einen kleinen Scherz machen. Ja, der Scherz ist, das haben wir ja mitgekriegt. Am besten gehen wir jetzt nach oben. Ich Nimmst du die beiden mit? Ich ja, dann, komm, mitkomm. Das war jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, wie schnell ein Schuss nach hinten losgehen kann. Hier haben wir diese Alien-Maske, die im Dunkeln bestimmt sehr furchteinflößend aussieht. Und wenn man ein neurologisches Problem hat, dann kann es auch wirklich sein, dass man sich dadurch auch bestätigt fühlt. Der Träger dieser Maske ist ein Arbeitskollege des Herrn Bär. Und die haben ihn halt vor seinem Arbeitsunfall so kennengelernt, dass es ein Scherzkeks war. Und da haben die zwei sich überlegt, dem wischen wir jetzt mal einen aus und zeigen ihm mal, wie das ist. Dass er jetzt tatsächlich so weit war, dass er das für Realität wahrgenommen hat, war den zwei nicht bewusst. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt gutheißen kann, was sie da gemacht haben. Der 34-Jährige hat auf eine Anzeige gegen seine Kollegen verzichtet. Seine psychiatrische Behandlung zeigt erste Erfolge. Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei einem der Täter tatsächlich um den Kindsvater handelt.